Heftige Anschuldigung vom Ex. Natalia Osada, 27, und Bastian Jotta, 41, verliebten sich 2017 im Nacktkuppelformat Adam sucht Eva. Von langer Dauer war das Liebesglück jedoch nicht. Schon wenige Wochen später ging das Traumpaar bereits getrennte Wege und machte es sich zum Hobby, sich gegenseitig gerne mal öffentlich an den Pranger zu stellen. So verkündete Natalia erst kürzlich im Promi-Flash-Interview, dass sie den Seitensprung von Jottas letzter Ex so gar nicht wundere. Bastian schoss jetzt besonders hart zurück. In seiner Insta-Story behauptete der Muskelmillionär an Natalia gewandt, du hast deinen Freund auf der Insel mit mir betrogen, weil du ja gar nicht Single warst, Anzeige.